herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Da geht's, glaube ich, ein. Ja, Albert sitzt nebenan. Jo, schönen guten Tag, Leute. So, wir sind bei der Polizei angekommen, endlich. Eine halbe Stunde haben wir Verspätung. Es sind gar nicht so viele Leute da. Hält sich in Grenzen. So. Nur die Banditen, die bleiben natürlich zu Hause. So. Geh ich jetzt wieder raus hier? Ja. Ja, einfach. Jetzt bin ich raus. So, wo sind sie denn? Hallo? Was zur Hölle, wer tatscht hier schon wieder? So. Ja, Richter. Ja. Wie geht's? Gut, und Ihnen? Auch ganz gut. Ja. Wir haben uns ein bisschen verspätet, aber so sind die Geschäfte halt. Besser spät als nie. Genau. So sagen. Sollen wir starten? Ich habe eigentlich gehört, dass da hinten eigentlich voll ist. Kann das sein? Wo? Also ihr Absperrgelände müsste eigentlich voll stehen. Die Sachen stehen alle bei mir auf dem Bauhof. Oh, Prost. Wir sind hier bei der Polizei. Ja. Hallo? Ach, der, okay, die stehen beim Herrn Razix. Ich dachte, die stehen hier. Nee, und wir hatten hier Bedenken, dass die ja nicht auf den Platz passen. Ah, okay. Die so viele Fahrzeuge wieder unten sind, deswegen haben wir die direkt dahin schleppen lassen. Okay. Aber wo ist der Richter jetzt auf Platz? Wie sieht's denn damit jetzt aus? Sind die aufgetaucht? Der Herr Hofer ist noch nicht aufgetaucht. Beide Herr Hofer sind noch nicht aufgetaucht. Es gibt nur einen Herr Hofer. Ja, stimmt, einen Herr Hofer. Ja. Und der Herr Richter, Herr Schneider? Der Herr Richter steht ja vor mir, verdammt. Der Herr Schneider, zu dem habe ich nichts gehört noch heute. Okay. Aber gegen den Herr Hofer wird jetzt erstmal eine landesweite Fahndung eingeleitet. Okay, gut. Dann bin ich noch schneller. Wer öffnet hier ein dauernd Bier? Was ist denn eigentlich der Vorwurf? Schwarzgeld oder wie? Steuerhinterziehung. Okay. Ja gut, dann fangen Sie mal an hier mit der... Ja, zuerst mal möchte ich Sie jetzt alle ganz recht herzlich hier oben begrüßen an der Polizei. Und finde auch schön, dass Sie alle hier hingefunden haben. Ja. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal. Dann kommen Sie mal mit. Also hier haben wir unseren Empfangsbereich. Der ist eingeschlafen, oder? Wer? Der hier Herr draußen. Oh, hier ist auch schon 3,8 der Dom. Nee, Herr Hermann, der. der hat doch immer noch Handschellen an, der Hermann, oder? Nee, die habe ich dem eben abgenommen. Hm. Das ganze Biergetränke jetzt, wird er bestimmt erstmal einen weg haben. Ja, geh schon. Alter. Das wird gar nicht mehr auf hier. Ja, Herr Richter, kommen Sie mal zur Sache. Was machen wir hier? Ich dachte, hier also, gibt es eigentlich was umsonst. Ich wollte Ihnen ja hier erst die Sache. Warten Sie mal kurz hier. Herr Hermann. Herr Hermann, bleiben Sie stehen. So. Herr Hermann, Hände. Herr Hermann, Sie haben jetzt Hände auf dem Rücken. Sie haben jetzt auch Handschellen an, Sie kommen jetzt mit. Helfen, Herr Richter. Nee, geht schon. Jetzt genug, Mann. So, ja, Mann, ich werde sie jetzt erstmal durchsuchen, gleich drin, und dann kommen sie erstmal in die Zelle, weil ich glaube, sie haben ein Stück zu viel getrunken. Handlungsbild. Gucken Sie mal in seine Tasche, wie viele Bierdecke er da hat. Ja, ich sehe es gerade, der König. Kommen Sie mit, Herr Hermann, in die Zelle. Gehen. Kommen Sie mit, Herr Hermann. Herr Hermann. Herr Hermann. Oh, wenn die Staatsgewalt gehen immer so drauf ist, dann haben wir ja leichtes Spiel hier in Grünfeld. Gehen Sie vor, Herr Hermann. Herr Hermann, gehen Sie vor, oder ich muss hier härtere Mittel einsetzen. Wir brauchen halt noch mehr Leute, ne? Herr Hermann, gehen Sie vor, oder schon noch härtere Mittel einsetzen. Herr Grünfeld, können Sie mal herkommen? Warum reden der nicht? Keine Ahnung, warum der Herr Hermann nicht redet. Aber ist er alleine hier hingelaufen oder haben Sie ihn getragen? Nee, der Herr Müller hat den hier hingefahren. Ich glaub, ja, wie ist denn der jetzt von da vorne von der Bank hierher gekommen? Der ist alleine gelaufen. Der hier rüber.
Aber ich glaube, ich rufe mal gerade einen Rettungswagen an, weil das macht mir echt gerade Gedanken, dass er hier einfach so ist. Ich rufe mal kurz einen Notarzt, einen Albert, warte mal, ein Rettungswagen. bisschen dünner hier. Deswegen sagte ich ja, ein bisschen zu Fuß laufen, tut mir ganz gut. Ja, ich kann dir ein Geschirr basteln, dann kannst du einen tiefen Locker so ziehen. Das geht hoch. Und schick Grill haben sie hier. Ansonsten, wenn Albert will, kann er mit dem Trecker runterfahren und ich nehme dich nachher mit. Hä? Hä, wegen was? Tiefenblocker auf dem Feld. Okay. Herr Richter, der wird Alkoholvergiftung haben oder sowas. Ja, es ist sehr unterhaltsam hier. Ich habe keinen Bock mehr auf die Polizei. So, Albert, komm, wir gehen wieder. Also, jetzt geht's weiter. Der Rettungswagen ist schon angefordert. Ja, Sie können den Tony hier so liegen lassen. Ich weiß. Stabile Seitenlage, haben Sie schon mal gemacht? Ja, klar, ja. Eieiei. So, ja, Mann. So. Ich gehe mal vor an die Straße und weise die Leute ein. Jo, der Rettungswagen ist unterwegs. Eieiei. Dass die auch nicht wissen, was los ist hier. Gibt's ja nicht. Hey, der Bimbam. Ich weiß gar nicht, von wo die kommen. Naja. Also, einmal fürs Leben lernen. Rettungswagen auf der Anfahrt irgendwo an die Straße stellen. Gucken, wo er kommt. Und dann natürlich, ja, den Weg weisen, wo es lang geht. Müsste eigentlich innerhalb von 5 Minuten müsste da sein. Wir haben ja die Zeiten verändert. Zum Glück habe ich meinen Rockstar mitgenommen. Ja, von wo kommen die denn? Ah, sind wir dafür jetzt eine halbe Stunde durch die Pampa gefahren, damit wir hier zur Polizei kommen, damit wir hier auf den Sanitäter warten, oder was? Das ist unglaublich. Ich glaube eigentlich, sie kommen von da. Aber irgendwie kommt hier gar keiner. Es ist wieder typisch Bürokratie hier, gell? Guckt euch den Schilderwald mal an. Hier, da nicht rein, da ist die Polizei, da darf man rein, da ist eine Einbahnstraße. Dann haben wir hier das gleiche Spiel für die Feuerwehr, das ist so krass. So ist Deutschland. Sehr kein Jo. Albert. Jo. Kommen die? Kommt die? Hat der wirklich einen Rettungswagen gerufen? Nee, nicht. Frag ihn mal. Richter? Ja. Ich soll ihn fragen, ob sie. ob sie angerufen haben beim Krankenwagen. Ja, klar, der ist unterwegs. Albert? Ja, er ist unterwegs, sagt er. Wie viel Bier hast denn du schon getrunken? Ich noch gar nichts. Bist du sicher? Ja. Okay. Du musst nachher nämlich noch weiter tiefen lockern, gell? Ja, ah ja, da kommt der Sanka. Ich sehe ihn. Gut, bis dann. Tschüss. Zum Feierabend trinke ich was, ja. Da rein. Ah. Was ist denn das für ein Held? Hier rein, da nein. Hier. Da rein. Kommen Sie her.
Hey, hier stand doch noch ein Auto. Wo ist denn das hin? Weggefahren hier. Herr Müller? Was, Sie sind mit dem Auto gefahren? So. Herr Müller, können Sie direkt bitte noch einen Alkohol- und einen Drogentest mitmachen? Der? Hä, den machen Sie, aber egal. Herr Herrmann. Er meint über Blutabnahme. Ja, über Blutabnahme. Herr Richter, können Sie mal kurz auf die Seite kommen? Jo. Das macht dann. Leon kommt auch gleich. Zeit ist Geld, das wissen Sie schon, oder? Ja. Gut. Also entweder hier geht jetzt was vorwärts oder ich krieg 5000 Euro von Ihnen. Herr Richter. Nee, Sie können fahren, weil hier, das ist jetzt erstmal. Herr Herrmann. Was Herr jetzt habe ich. Warten Sie. Nee, gut, wir machen hier gleich weiter. Jetzt habe ich eine Stunde Ausfall gehabt und eine Stunde. Ja, und Herr jetzt... Richter, ich muss meine Sachen wegbringen. Kommen Sie mit, ne? Wir machen weiter. Der Rettungswagen kümmert sich um den. Kommen Sie alle mit? Ich gebe Ihnen jetzt eine Spritze, nicht erstrecken, es könnte ein bisschen. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, hier ist der Empfangsbereich. Genau, da sind wir stehen geblieben. Hier ist der Empfangsbereich. Hier haben wir unsere kleine Küche drin. Dann ist hier halt zum, wo die Leute reinkommen und so. Und da hinten, da ist dann der Wartebereich für die einzelnen Personen. Dann ist. Achso, hier. Hier ist der Wartebereich. Dann sind hier drei Zellen. Die sind aber gut ausgestattet. Hier würde ich auch mal gern sitzen. Okay, ja, geht. Kleine Hotel, würde ich mal sagen. Herr Varuna, da müssen wir einfach noch Scheiße bauen und dann sind sie da ruckzuck drin. Herzlich sogar. Gut, das Klobecken in der Stube. Ja, das ist vielleicht nicht so angenehm. Das kann man vertragen. Hauptsache, man kann hier vernünftig Fernsehen gucken. Ne? Ja, okay. Sonst muss ja nichts mehr arbeiten, Albert. Dann haben wir hier unseren tollen Besprechungsraum bzw. Schulungsraum. Achtung, Bombe! Also hier Wasserbombe, meine ich. Ja, hier unseren unseren guten Besprechungs- bzw. Schulungsraum. Dann haben wir hier unseren Vernehmungsraum, wo wir Leute vernehmen. Ah, okay. Ich habe mich schon vorhin gefragt, ich habe hier ein bisschen reingelunzt. Ah. Es sind aber viele Vorhermethoden hier mit den CDs, wahrscheinlich alle vom Osten, oder? Alles. So Ostmusik. Videoüberwachung und so. Okay. Alles mögliche. Ja. Dann kommen Sie mal mit hoch. Keine Zellen. Also ich schlafen gelegt, also nee. Ja, brauchst keine Miete. Ich muss abnehmen. Wenn du hier drinnen bist, brauchst keine Miete. Also wir haben hier, sind ein paar Computer für die Anzeigenbearbeitung bzw. Ermittlungen bei rein. Er hat's geschafft. Fahr doch einfach weg. Seiten hier. Und hier sind halt zwei rein. Ruhe da unten! So. Ganz hier hinten die große Leitstelle. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Worüber alles koordiniert wird. Was ist das denn, Herr Richter? Ja. Nur, dass Sie es wissen, der Herrmann wird gerade versorgt. Ja. Okay. Und das war ein bisschen Spaß, weil der Einsatz erfolgt. Sie haben Ihren kompletten Überblick über das Grünfelder Land, Straßennetz und alles. Ja, das ist dafür da, damit man weiß genau, wo die Einsätze und so sind. Budget groß. Dann haben wir hier unten noch Überblick auf ein paar Kameras am Straßennetz und so. Okay. Wissen Sie auch, wo die Kameras stehen? Ja, das weiß ich. Wo denn? Darf ich nicht sagen. Ja, ist selbstverständlich. Dann haben wir hier hinten Ist auch ein großer Flatscreen. Das sind so die wichtigsten Infos am Tag. Wie viel hat der gekostet? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal, haben die Steuerzahler gezahlt. Was ist denn hier angestellt? Hier? Ja, die hat nichts angestellt, die macht nur Werbung. So, dann. Die sucht neue Azubis. Aber ich habe am Anfang auch gedacht. Was ist denn das? Gut, geht es hier noch weiter oder sind wir fertig? Ja, jetzt sind wir bei dem Teil, wo Sie Fragen stellen können. Gehen wir mal runter, da steht der Excel. Hier ist die erste Frage. Wieso haben Sie hier so viele Arbeitsplätze, obwohl hier nie einer arbeitet? Ja, da müssen Sie mal den Erbauer der Wache fragen.
Ich glaube, da müssen wir mal im Gemeinderat beraten, ob wir die Gelder ein bisschen kürzen. Ja. Ach ja, stimmt, eine Sache habe ich noch. Kommen Sie mal mit raus. Gut sieht ja eigentlich aus, ne? Kann man nicht meckern. Wird halt nicht alles genutzt, ne? Hier sind unsere drei schönen Fahrzeuge. Audi und VW. Okay. Oh. Ja, da müssen wir mal gucken. Audi ist gut. Darf man sich mal reinsetzen? Sie dürfen sich mal reinsetzen, um sich das mal von innen anzugucken. Wenn Sie beide wollen, auch mal in ein Fahrzeug setzen, um das von innen anzugucken. Nee, darauf verzichte ich. Danke. Da können Sie dann noch das Blaulicht und so an einschalten von drinnen von den großen Bildschirmen und so. Ja, schon schöne Fahrzeuge. Genau, ja, gut, dann hat er mal den Motor ausprobiert. Wenn Sie da die Taste drücken, dann können Sie das Blaulicht anschalten. Wo denn? Da ist so eine Taste da an der Seite. Sehen Sie die? Ach. Ja, sagen Sie mal, was auf der Taste draufsteht. Da ist so ein Blaulicht-Symbol. Warten Sie mal, ich steig mal ein hier. Sehen Sie die Taste, wo ich jetzt drauf drücke? Herr Grünfeld? Gucken Sie mal, sehen Sie das? Da ist so ein Blaulicht-Symbol. Dann geht hier das an, wenn man da drauf drückt. Hm. Oh. Doch. Okay. Ja. Leon bringt den gleichen Bluttest. Hm? Gut. Dann, Schöne Autos. Ja. Gehen wir mal kurz hier in den Besprechungsraum. Ja, Volker. Hm? Gehört das Gebäude hier drüben auch dazu, ne? Ne, das ist die Feuerwehr. Was? Was ist mit der Feuerwehr? Ich hab hier gerade nur was mit Feuerwehr gehört. Das hier nebenan. Ja, genau. Wir haben da aber auch so eine Art, so ein bisschen kleiner, anders aufgebaut haben wir auch. So, dann können Sie sich hier was zu trinken nehmen und jetzt einfach noch Fragen zur Polizei stellen, wenn Sie noch welche haben. An so. Dieser Stelle verabschieden wir uns von der heutigen Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Vielen Dank für die Führung in der Polizei und bis morgen. Da geht's dann weiter. Tschüss. Tschüssi.